Was zum Teufel ist das? Das ist ein Fabrikator. Der kann analysieren, entwerfen, konstruieren. Im Grunde kann der alles. Ich dachte, das wäre eine Sonnenbank, die Happy kaputt gemacht hat. Sienna. Wo ist Connors? Er hat mir gesagt, er will im Lieferwagen bleiben. Okay. Alarmsystem deaktiviert. Hey, May. Ja? Ich habe ein ganz schlechtes Gewissen, dass wir Happys Wohnung dafür benutzen. Nein, 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 er wird das schon verkraften. Tut mir leid. Also das ist dein Plan, Peter? Hm? Kein Labor, keine Ausstattung, du willst einfach in einer Wohnung Wunder vollbringen? Hm? Was, willst du uns ein paar Heilmittel und gefrorene Burritos in der Mikrowelle zubereiten? Ich könnte den Burrito vertragen. Er wird uns alle umbringen. Also das wollen wir mal nicht hoffen. Mit Ihnen fangen wir an, Doc. Was? Ich sagte, ich muss nicht repariert werden. Ich muss nicht repariert werden. Und sicher nicht von einem Teenager, der Elektroschrott aus der gerümpelten Schublade des Junggesellen verwendet. Nein, nein, nein. Er hat da hinten etwas. Ich kann es fühlen. Eine seltsame Energie. Was zum Teufel ist das? Das ist ein Fabrikator. Der kann analysieren, entwerfen, konstruieren. Im Grunde kann der alles. Ich dachte, das wäre eine Sonnenbank, die Happy kaputt gemacht hat. Sienna. Er wird uns alle umbringen. Bemerkenswert. Die Technologie und du. Wenn das alles vorbei ist, falls du einen Job brauchst und du bereit bist, in ein anderes Universum zu reisen. Es hat funktioniert. Es hat total funktioniert. Ich hab's geschafft, ja. Geschafft. Schickst du ihn nach oben? Es geht los. Entschuldigung. Achtung, Doc. Oh, werden diese Demütigungen denn nie enden? Du, bleib mir bloß vom Leib mit deinem Wissenschaftsprojekt. Es wird funktionieren, hab Vertrauen. Sagt der leichtsinnige Narr, der selbst zum Monster wurde. Bitte nicht den Kopf bewegen. Halten Sie still. Wie kannst du es wagen? Ich schwöre dir, wenn ich hier rauskomme, werden wir dich packen und dann... Doc? 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 Dr. Octavio... Es ist so ruhig. Diese Stimmen in meinem Kopf, die... Das hatte ich fast vergessen. Otto. Ja, Norman. Ich bin es. Wer hätte das gedacht? Ich bin dir sehr dankbar, lieber Junge, aufrichtig. Ja, gern geschehen. Wie kann ich helfen?